Freunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Rennen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Das nächste Rennen, die nächste Rennen-Action steht vor der Tür. Ich hoffe, es gefällt euch, weil es kam ja in den letzten Tagen jetzt ausschließlich Rennen-Action. Und ich habe mir mal überlegt, ich mache mal so eine ganze Woche einfach nur Rennen-Action, Rennen-Action, Rennen-Action für euch. Und dieses Rennen ist auch wieder in einem meiner Livestreams entstanden, die ich jetzt hier regelmäßig auf Twitch mache. Deswegen, wie immer, gerne auschecken, wenn ihr noch nicht am Start seid. Aber dieses Rennen hat es in sich, vor allem wieder wegen der Tatsache, dass wir hier von relativ weit hinten starten. Wir haben keine Zeit gesetzt und ganz viele andere Kollegen auch nicht. Und wir sind hier auf Sandford unterwegs. Das heißt, das ist sowieso schon mal ein Garant, dass es hier sehr, sehr eng wird. Und hier geht es auch schon los. Und ich blende euch wieder die Kamera oben rechts ein aus der Heli-Perspektive, sodass wir hier alles genau beobachten können. Hier gibt es die ersten ganz kleinen Berührung, aber alles noch im Rahmen. Und wie gesagt, Sandford, wirklich eine Strecke, wo du extrem schwer überholen kannst, wo sehr wenig Platz ist. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier zu dritt nebeneinander durch die Kurve irgendwie uns durchquetschen. Ihr habt es gerade gesehen, das wird hier super, super eng. Aber wir haben uns hier erstmal ganz gut durchgesetzt, sind hier von der 23. Position gestartet und mal gucken, wo wir jetzt gleich hier nach den ersten Kurven rauskommen werden. Also wie gesagt, wir sind hier mit einigen Leuten von Rennwelten unter anderem von ganz hinten gestartet und da sind echt schnelle Jungs auch dabei. Der Jan Biermann ist dabei, der Hendrik Gambal und auch noch einige andere Leute von Rennwelten. Und wir haben hier schon mal einige Positionen gut gemacht, sind hier gerade auf der 19. Position, können hier schon mal den Audi attackieren, ihr seht es oben rechts. Können uns hier positionieren, sind vorbei und der McLaren hinter uns, das müsste der Jan Biermann sein. Der ist auch noch direkt mit durchgerutscht und da vorne geht ein Lambo weit, vorne im neongelben McLaren. Das ist der Jonas van Dreuten, auch einer von Rennwelten. Also liebe Grüße an euch, alle gehen raus. Sorry, wenn ich jetzt hier nicht alle nennen kann, aber auf jeden Fall eine super Truppe hier. Und wir haben einfach mal versucht, auf dieser Strecke hier, wo super schwer zu überholen ist, einfach mal uns durchs Feld zu fliegen. Und hier auch schon wieder zu dritt nebeneinander wird hier angebremst für diese super enge letzte Schikane hier auf Sandford und da können wir uns hier außenrum vielleicht behaupten, aber der AMG lässt uns da wenig Platz, beziehungsweise wir können hier nicht den ganzen Schwung mitnehmen und da vorne gibt es auch schon wieder fast eine Berührung, aber alles super fair und super eng bis jetzt, aber ich wollte hier indirekt attackieren, das geht nur nicht, wenn da ein fetter AMG im Weg ist, ihr seht es hier, der Audi ist immer noch außen und der Audi hat jetzt natürlich den Windschatten vor dem AMG, das heißt, da hast du überhaupt keine Chance hier, überhaupt meinem Porsche dran zu bleiben. Aber von hinten kommt dann noch der Jonas van Dreuten im neongelben McLaren, geht hier außen rum und da vorne gibt es Stau und hier gibt es Feindberührung, hier gibt es ganz viel Feindberührung. Und das war super knapp und super viel Chaos jetzt hier in der ersten Kurve. Das haben wir uns schon gedacht, dass hier irgendwann mal eine Situation kommt, wo es mal richtig scheppert auf Sandford. Aber da sind wir nochmal relativ glimpflich durchgekommen und da konnte ich dem AMG auch nicht mehr ausweichen, der ja hier vor uns super, super langsam wurde und da ja fast stehen geblieben ist. Also da musst du wirklich super schnell reagieren und ich glaube, im Endeffekt haben wir das Beste draus gemacht, sind da nochmal gut durchgekommen, aber vor uns der Audi, der legt sich hier ab und schlägt die ganz leicht ein, aber hat es auch nochmal so gerade eben hier abgefangen. Der hat auch schon einige Kratzer hier an seinem Heck, aber den können wir hier vielleicht auch schon mal attackieren, sind hier daneben und den müssen wir auch direkt attackieren. Wie gesagt, Sandford gibt nicht viele Überholmöglichkeiten und hinter uns gab es eine Berührung. Und da ist, glaube ich, einer abgeflogen und hier auch schon wieder ein Porsche weit. Also es ging drunter und drüber hier in der Anfangsphase. Absolutes Chaos teilweise. Aber wie gesagt, man muss auch hier und da die Augen offen halten, damit man sich möglichst aus allem raushält. Das geht nicht immer, aber wenn man da eine gute Übersicht beweist und Ruhe behält, dann kannst du dich hier vielleicht aus den meisten raushalten. Also hier können wir den Porsche schon mal fast wieder attackieren. Und das ist auf Sandford echt eine Kunst, sich hier gut zu positionieren und dann ja hier irgendwo zu attackieren. Weil mit dem Porsche, wir kennen das Spielchen ja, gerade wenn es hier auf die Start und Ziel geht, da bist du auf jeden Fall benachteiligt. Wir kennen das Spielchen ja mittlerweile. Aber wenn du einen Porsche vor dir hast, dann könnte das Spiel vielleicht sogar schon mal anders aussehen. Er geht hier auch schon mal auf die Verteidigungslinie, ist hier sehr spät auf der Bremse, bremst hier relativ spitz an, kommt hier ein bisschen weiter außen. Und da kann ich schon mal die Chance und die Gunst der Stunde hier nutzen und direkt mal attackieren. Und das sind diese Fehler, die musst du hier direkt ausnutzen. Er ist hier immer noch neben uns, aber spätestens hier kann man sich behaupten, weil wenn du da ein bisschen zu weit rauskommst, hast du kein Grip. Und deswegen konnten wir jetzt innen durchsetzen. Das lief doch schon mal ganz gut. Und wir sind hier mittlerweile auf dem 10. Platz angekommen. Das müsste sich jetzt gleich hier links aktualisieren. Also Top 10 innerhalb der ersten 2-3 Runden hier. Also 13 Positionen schon mal hier gut gemacht und jetzt heißt es hier erstmal den Platz nutzen. Also der Jonas, der ist ja auch ein ganz schneller Kollege, deswegen da können wir uns vielleicht hinten dranhängen und vielleicht sogar
innerhalb der nächsten Runden mal so ein bisschen Druck ausüben. Aber der hat jetzt auch erstmal freie Fahrt. Das heißt, wir konnten erstmal so in unsere Pace kommen, unseren Rhythmus finden. Und das musste man auch definitiv. Also von diesen Anfangsphasen, die es so in sich haben, da musst du dich erstmal ein bisschen erholen, ein, zwei Runden, und durchatmen, dass du das überhaupt überlebt hast. Und wie gesagt, dann heißt es in den Rhythmus kommen. Und ihr seht es, ich habe mal hier einen kleinen Cut gemacht. Wir sind mittlerweile auf dem 9. Platz, weil noch irgendwo einer abgeflogen ist. Und unsere beste Runde bisher, eine 1:35.0 hier im Rennbetrieb, ist okay. Also da kann man definitiv drauf aufbauen. Und deswegen sind wir jetzt hier auch näher an den Jonas rangekommen. Und der ist wiederum näher an den Kaminski rangekommen, an den Jansky. Das ist auch sein Spitzname. Liebe Grüße gehen auch an dich raus. Der ist mit dem Controller unterwegs, der Jansky, im Bentley. Und da sieht man, man kann auch mit dem Controller hier sehr schnell sein in ACC. Ich war ja früher auch öfter mal mit dem Controller unterwegs. Aber mittlerweile, man hat sich dann irgendwann aufs Lenkrad eingegroovt. Und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, bei dem Jansky ist das so, wenn der sich ans Lenkrad setzt, kommt er erstmal gar nicht klar. Und hier der Jonas mit einem Fehler, kommt hier leicht neben die Strecke und hat da das Fahrzeug, glaube ich, so gerade eben noch abgefangen. Also wenn du Pech hast, drehst du dich dann auch komplett daraus oder schlägst irgendwo ein. Aber das ist genau dieser Fehler hier auf Sandford, den du nicht machen darfst. Mal eben kurz außen auf die Wiese kommen, in diesen schnellen Rechtspassagen hier. Sehr, sehr kritisch. Aber was ich gerade sagen wollte, mit dem Controller, der Jansky, was macht er denn da vorne? Kommt beim Anbremsen auf den Curb und ist da weit gegangen. Holy shit, holy shit. Das war eine ganz heikle Situation. Und ihr seht es jetzt gleich oben im Rückspiegel. Genau jetzt kommt er hier zurück auf die Strecke und hat uns da fast noch erwischt. Aber ich glaube, das hat er so kontrolliert gemacht, dass er das gesehen hat, dass ich da komme. Ich hoffe es zumindest. Sonst wäre das echt sehr, sehr eng geworden. Aber wie gesagt, der ist hier mit dem Controller unterwegs. Und gerade dieser Switch von Controller auf das Lenkrad, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich wirklich lange Zeit auf den Controller eingeschossen hat. Da kann das Ganze schon mal echt schwierig werden. Und man ist erstmal langsamer mit dem Lenkrad unterwegs. Aber langfristig kann ich es allen wirklich sagen, die da vielleicht noch ihre Problemchen haben und nicht mit dem Lenkrad warm geworden sind sozusagen. Den kann ich sagen, ey, es lohnt sich zu 1000% irgendwann aufs Lenkrad umzusteigen. Weil du willst ja im Endeffekt Racing haben. Du willst Sim-Racing haben und möglichst realistisch diesen Sport, sag ich mal, oder dieses Genre nachbilden, und da brauchst du einfach ein Lenkrad, während wir hier sehr, sehr nah an dem Ferrari drangekommen sind. Da habt ihr mal wieder gesehen, wie wichtig es ist, einen guten Exit zu haben, gerade in dieser Kurve, weil du jetzt hier die ganze Zeit vorlaufen Gas bist, genau bis hier, da gehst du mal kurz auf die Bremse, lässt hier schön reinlaufen, im dritten Gang im Porsche, hier in den Curb nicht mitnehmen, außen den Curb auch nicht so viel mitnehmen, da kann man sich mal vielleicht so ein bisschen anlehnen. Aber hier der Ferrari auch ein bisschen schnell reinlaufen lassen, musste da kurz auf die Bremse. Hier innen wollte ich aber noch nicht attackieren, da hat er die Tür auch leicht zugemacht. Deswegen habe ich da nochmal zurückgesteckt. Aber ich wollte mich natürlich weiter nach vorne konzentrieren. Wir sind hier mittlerweile auf dem 7. Platz angekommen, das ist der 6. Platz. Da vorne sind schon die Top 5, den McLaren da vorne. Wenn wir den vielleicht noch kriegen, sind wir schon in den Top 5 angekommen. Und da haben wir fast 20 Plätze hier auf Sandford gut gemacht. Das ist wirklich extrem gut bisher gelaufen. Wir haben einen leichten Schaden von 6-7 Sekunden in dem Dreh, waren das, glaube ich. Aber das hat man nicht so extrem gemerkt, vielleicht minimal. Das waren vielleicht 2-3 Zehntel Unterschied oder so zu den Top-Zeiten, die man sonst hier im Rennen fährt. Aber im Großen und Ganzen ging das auf jeden Fall klar. Hier sind wir jetzt sehr nah dran, aber wie gesagt, im Porsche hast du einfach das Problem, dass dir der Top-Speed fehlt, dass du dich gut positionieren kannst am Ende der langen Geraden. Und ihr seht es selbst im Windschatten, der Ferrari zieht einfach weg. Und das ist ja auch nicht das absolute Hochgeschwindigkeitsmonster. Aber der Ferrari geht hier generell sehr, sehr gut auf Sandford. Also von der Performance her ist der Ferrari hier sehr, sehr gut. Aber auch der Porsche, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe mich hier echt sehr wohl gefühlt in diesem Rennen. Und hier blende ich euch mal wieder die Kamera ein, sodass wir hier gleich genauestens verfolgen können, was passiert. Und hier sind wir schon wieder sehr nah dran. Wieder einen besseren Exit. Aber hier kannst du nicht attackieren. Du kannst dich nur mal hier und da links und rechts ein bisschen andeuten. Aber keine Chance, hier mal irgendwo vorbeizugehen. Dafür ist diese Passage einfach zu schnell. Auch diese Kurve hier sehr, sehr kritisch, wenn du da ganz nah hinter einem bist. Hier kommen wir fast ein bisschen weit raus. Aber hier wieder diese Situation. Ein bisschen schneller reinlaufen lassen. Aufpassen, dass man nicht außen auf die Wiese kommt. Und ihr seht es, hier kann man sich mal eventuell für diese links positionieren. Aber hier sind wir noch definitiv zu weit weg. Und ihr seht es, ich nehme hier auch wieder ein bisschen mehr Schwung, dass ich vielleicht hier am Ende dieser kurzen Geraden mich positionieren kann. Aber du musst dich hier, wie gesagt, einfach auf Sandford gedulden und auch mal ein paar Runden hinter einem herfahren und gucken, wo sind seine Schwächen. Aber hier macht er einen leichten Fehler. Er bremst hier zu weit rein in diese enge Schikane und ich kann mich jetzt hier viel besser für den Exit positionieren. Das heißt, hier können wir mehr Schwung nehmen. Wir sind absolut dran. Gehen jetzt hier auf die linke Seite. Er verteidigt natürlich hier die Innenseite und hat deshalb hier einen spitzen Winkel. Ich kann mehr Schwung holen, kann mich hier
auf die Innenbahn setzen, aber das ist jetzt hier sehr, sehr kritisch, weil du musst hier eigentlich immer voll auf dem Gas bleiben in dieser Kurve und hier musst du dich auf jeden Fall lupfen, sonst komme ich hier zu weit raus und da geht's, die leichte Berührung, die ganz leichte Berührung. Und da ist er fast außen in der Wand eingeschlagen. Also das war wirklich sehr, 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 sehr kritisch. Und das geht auf jeden Fall auch auf meine Kappe, dass ich ihm dann nicht genug Platz gelassen habe. Da hätte ich vielleicht noch mehr lupfen müssen, damit ich die Linie enger halten kann. Und der Jansky hinter uns ist auch noch durchgerutscht im Bentley. Hat die Chance direkt genutzt, mehr Schwung genommen durch diesen minimalen Vorfall, den wir da hatten. Aber hier komme ich jetzt auch ein bisschen weit raus. Und das ist auch sehr, sehr kritisch, wenn du da mal zu weit rausrutscht. Da kannst du auch ganz schnell die Kontrolle verlieren. Also super kritische Situation, aber gut gegangen nochmal. Also tut mir auf jeden Fall leid für den Ferrari. Das war nicht die feine englische Art. Auf jeden Fall von meiner Seite aus. Und hier vorne wieder der McLaren, auch mit einem kleinen Fehler. Und das sind jetzt hier schon die Top 5, in die wir jetzt hier vorstoßen können. Und wie gesagt, der McLaren gerade mit einem minimalen Fehler. Deswegen sind wir jetzt hier absolut dran. Und da ganz hinten ist noch ein wunderschöner neonpinker Ferrari. Den wollten wir natürlich auch noch catchen. Also wir haben uns hier nach und nach wirklich durchs Feld gepflügt. Und mal schauen, ob wir hier noch weiter nach vorne kommen. Also der vierte Platz wäre hier definitiv möglich. Aber dafür muss wirklich alles passen. Da müssen wir jetzt schnell an den McLaren vorbeikommen. Und auch sehr gute Rundenzeiten danach noch fahren, um an den Ferrari ranzukommen. Weil die Pace da vorne wird natürlich auch immer besser. Deswegen jetzt hier wieder spät auf der Bremse. Fast schon wieder ein bisschen zu spät hier für Runde 1. Ihr seht es durch diese ganzen Vorfälle. Eine letzte Runde von 1,36,2. 1,2 Sekunden über meiner Pace. Aber hier der McLaren mit einem ähnlichen Fehler wie wir gerade. Und der geht hier weit und ich kann hier direkt innen attackieren. Und wenn du damit wirklich komplett die Kontrolle verlierst, dann kannst du auch schon mal da genau in dieser Betonwand einschlagen. Das geht sehr, sehr schnell und ist sehr ekelhaft. Das kann dich auch das ganze Rennen hier auf Sandford kosten. Und hier machen wir nochmal einen Sprung von ungefähr 1-2 Runden. Und wir sind jetzt hier gleich dran. Also wir sind jetzt hier in der vorletzten Runde in diesem Rennen. Und sind jetzt hier an diesem wunderschönen neonpinken Ferrari, an dem Ocelote oder Ocelot oder keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, an dem Carlos heißt er mit Vornamen. Das ist auch, glaube ich, der CEO, der Chef von G2, auch einer Simracing Community oder einer Simracing Liga. Ich kenne mich da gar nicht so genau aus, auch wo der Nils Naujoks, glaube ich, auch unterwegs ist. Also liebe Grüße an alle, die da auch am Start sind und die sich vielleicht jetzt hier auch in dem Rennen gesehen haben. Aber da wollten wir natürlich unbedingt noch irgendwie vorbei. Weil wenn du schon mal in so einer Position bist und gut aufgeholt hast, dann willst du hier definitiv noch mal attackieren. Er nimmt hier auch eine sehr weite Linie. Will natürlich den ganzen Schwung mitnehmen. Ich habe es hier ein bisschen enger gehalten. Aber wir sind noch zu weit weg, um jetzt hier in der letzten Runde in der ersten Kurve zu attackieren. Das geht definitiv noch nicht. Und jetzt muss hier gleich alles passen in der letzten Runde. Wir sind hier, wie gesagt, ein bisschen zu weit weg. Aber kommen hier auf der Bremse sehr gut ran. Haben hier auch einen guten Exit, schön eng gehalten. Aber wie gesagt, Sandford auf jeden Fall eine Strecke, wo du es entweder mit der Brechstange irgendwo versuchen musst. Und das ist immer eine Gefahr, dass es da eine Berührung gibt. Oder dein Vordermann macht irgendwo einen minimalen Fehler und du musst es dir zunutze machen. Aber hier am Exit, diesmal nicht optimal erwischt, zu weit rausgekommen. Und das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Der Ferrari wird wieder ein bisschen kleiner vor uns. Und wir sind hier gerade in keiner guten Position. Jetzt hier diese Schnelle rechts nochmal gut treffen. Hier geht er ein bisschen weit, minimal. Ich kann hier die Linie ein bisschen enger halten. Da haben wir nochmal minimal Zeit gut gemacht. Jetzt hier wieder diese Doppelrechts. Hier ist er auch wieder ein bisschen neben dem Scheitelpunkt unterwegs. Und hier kommt er kurz auf die Wiese. Und hier, genau hier hat er sich wahrscheinlich gedacht, holy shit, das war's. Er konnte nicht mehr hier rüberziehen und sich verteidigen. Und ich habe direkt die Lücke genutzt, bin reingezogen. Aber er hat es nochmal mit allen Mitteln versucht. Er wollte nochmal hier irgendwie attackieren. Ich bin hier in der Linkskurve sehr eng geblieben, um mich zu verteidigen. Ihr seht es, er versucht hier ein bisschen mehr Schwung zu nehmen. Aber da war einfach kein Platz. Und deshalb habe ich mich hier erstmal behauptet. Aber die Runde ist ja noch nicht vorbei. Können wir uns jetzt hier auch in dieser engen Passage noch irgendwie behaupten? Er war hier zu weit weg für eine Attacke. Deswegen, da versucht das auch erst gar nicht. Richtige Entscheidung auf jeden Fall. Also manche, die versuchen es da nochmal irgendwie mit einem Manöver, was überhaupt nicht geht und sind da dann sehr, sehr, sehr spät oder zu spät auf der Bremse. Aber das hat er auf jeden Fall hier nicht gemacht und hier die letzte Kurve nochmal mit einem leichten Drift angebremst. Und das haben wir jetzt hier geschafft. Wir sind auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen, Freunde. Das war wirklich ein Rennen wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen und wir hatten wirklich extrem viel Glück. Es hat extrem viel Spaß gemacht, auch mit den ganzen Jungs hier von Rennwelten. Das war wirklich ein extrem geiles Rennen. Ich glaube, für den Jan zum Beispiel ist es nicht so gut gelaufen. Der hat sich irgendwo hier verabschiedet, aber für alle anderen, ich glaube, war das auch ein extrem geiles Rennen. Ja, und Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Livestreams oder in einem meiner nächsten Videos. Lasst gerne ein Abo da hier auf YouTube und auch auf Twitch, dann sehen wir uns. Haut rein, meine Lieben. Ciao. Ciao.